Ich weiß noch nicht, was das wird. Das ist alles, alles Premiere hier heute, was wir kochen, mehr oder weniger. Kocht ihr ganz spontan hier mit Sachen? Ja, man weiß ja gar nicht, was man vorher alles bekommt. Ich glaube, die zerfallen gleich. Auf Teller verfüttern. Das ist also wirklich hervorragend. Und man wundert sich immer, dass so viel noch weggeschmissen wird. Ja. Was hier gekocht wird, das stammt aus den Mülltonnen von Aldi, Rewe, Tegut, weiß nicht, also man hätte bei jeder Kette holen können. Das wird immer noch sehr viel weggeworfen, da hat sich leider nichts geändert in der Realität der Supermärkte. Wir ziehen nachts los, nachdem die Supermärkte geschlossen haben, und schauen in den Tonnen, was da so abfällt an Lebensmitteln, die nicht mehr gut genug für den Verkauf sind, aber noch auf jeden Fall gut genug zu essen. Wir ernähren uns in der Vierer-WG zu mindestens 90% davon und haben meistens, wenn wir eine Tour machen, immer noch so viel übrig, dass wir die Nachbarn versorgen, weil es einfach, es würde bei uns dann schlecht werden, das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Wir machen das aus Überzeugung, weil es einfach bescheuert ist, dass so viel weggeworfen wird, während nicht nur auf der ganzen Welt irgendwo Leute hungern, sondern selbst in Deutschland nebendran Menschen wohnen, die jeden Cent umdrehen müssen, bevor sie sich frisches Gemüse kaufen können. Und da muss einfach was gegen gemacht werden. Und wir machen halt darauf aufmerksam. Und mit dem, was wir holen, kochen wir auch einmal die Woche für eine Community in Mainz und erzählen anderen davon. Und hoffentlich bewegt sich da mal was. Deswegen darf der Koch bei mir nicht. Ist immer was, genau, das ist immer was Wichtiges. Cool. Ist was Gesundes? Prost.